Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Twinsport Fever. Diesmal wieder mit dem Truck Fever Let's Play. Und die letzte Folge ist 3 Monate her. Das kennen wir ja inzwischen von diesem Let's Play. Und ja, es gibt einige Gründe dafür. Die Hauptgründe sind, eigentlich direkt zur Weihnachtszeit hatte ich ja eh nicht so viel Zeit. Und ja, dann kam Prüfungszeit in der Uni und dann kam was anderes. Das wissen wir ja alles, was jetzt gerade so unterwegs ist. Warum mich das davon abhält, Let's Plays zu machen? Ganz einfach, ich wohne hier nicht alleine, sondern da wohnt noch jemand mit mir und diejenige hat jetzt Homeoffice und blockiert natürlich den Computer hier, wo ich meine Let's Plays aufnehme. Das, ja, so viel möchte ich von meinem Privatleben erzählen, aber mehr auch nicht. Und ja, ich wollte sowieso nicht so viel von meinem Zeug erzählen, aber in dem Fall denke ich mal, das kann man schon mal erwähnen. Ja, Homeoffice ist der Hauptgrund, warum bei mir jetzt die Let's Plays stocken, weil ich muss die Folgen ja erstmal aufnehmen. Das mache ich jetzt natürlich so ein bisschen mitten in der Nacht, deswegen muss ich ein bisschen leiser sprechen. Ich hoffe, ich kriege das mit dem Mikro hin. Und das Video bearbeiten ist ja auch dann ein bisschen anstrengend und das Uploaden vor allem Ding. Weil, ja, wann soll ich denn die Videos mal uploaden, ohne dass die dann das andere Zeug hier stören, was noch gemacht werden muss. Außerdem ist jetzt Internet sowieso ein bisschen belastet. Da denke ich mir, da kann man ja eigentlich seinen Teil mal dazu tun und einfach mal nicht so das Internet belasten. Das ist zumindest so ein Gedanke, den ich mal eigentlich auch ganz okay finde, aber ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Lust, Let's Plays zu machen, deswegen, ja, ich gucke gerade mal hier so durch. Einige Sachen hatte ich mir noch nämlich gemerkt. Genau, wir haben in der letzten Folge ganz, ganz viele LKWs ausgetauscht und sind im Prinzip immer noch nicht damit fertig. Ich habe mir gemerkt, beim Durchschauen der letzten Folge, irgendeiner dieser LKWs hier, ich weiß nicht genau welcher, also irgendeiner der Linien, die ist noch nicht richtig ersetzt worden. So, ich finde diese Ansicht furchtbar. Das könnte sein, oder? Genau. Du da, du kriegst die dann, sobald die alt sind. Ich klicke gleich. Ich will einfach mal auf irgendeins dieser Fahrzeuge klicken. Alter, 4 Jahre. Ja, was würde es denn kosten? Also fast gar nichts. Okay, mach mal. Ah, jetzt haben wir aber natürlich wieder diese blöde Ansicht. Ich hoffe, ich krieg das trotzdem hin. Der Rest sollte okay sein. Ja, ich habe mir die letzte Folge nochmal angeschaut, bevor ich jetzt die Folge gestartet habe. Und fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie hatte ich sie anders in Erinnerung, als das, was ich dann gesehen habe. Von daher, ja. Das ist übrigens der zweite Grund, warum dieses Let's Play jetzt so lange wieder gedauert hat. Erstes, Homeoffice. Zweiter ist, hier steht sehr, sehr viel Arbeit eventuell an und falls wirklich diese Arbeit ansteht, dann habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Lust darauf. Denn wir gehen mal auf Achievements, das Ganze ist ja ein Achievement-Let's Play. Milliardär werden wir schaffen in dem Spiel, das denke ich mal ist kein Problem. Industrieversorger und Gewerbeversorger. Ursprünglich dachte ich ja, wir machen das mit Jacksonville, aber das ist ein bisschen schwierig, denn wir haben es ein bisschen vermasselt hier, die Waren richtig einzuliefern und ja. Aber die anderen Sachen sehen gut aus und die Stadt sollte langsam genug wachsen, dass sobald hier die Waren aus den Fabriken reinkommen, wir das mit Jacksonville hinkriegen. Ist zumindest die Hoffnung. So, Passagiere sind, das sind jetzt fürs Twinfever Let's Play Achievements, Industriegigant. Davor habe ich am meisten Angst. Ich habe jetzt, bevor ich die Folge nochmal gestartet habe, mir alle Städte, alle Industrien angeguckt. Und eigentlich sollte Industriegigant getriggert werden. Tut's aber nicht. Meine Vermutung ist, es liegt daran, dass hier noch 0% sind. Wenn hier 1% steht und wir haben das Achievement nicht, dann ist meine Vermutung, müssen wir jede Industrie mit jedem Versorger und mit jeder Stadt beliefern. Und das würde bedeuten, ich muss nochmal alles von vorne machen. Und da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Bock darauf. Meine Hoffnung ist, wir kriegen jetzt gleich Industriegigant, sobald hier irgendeine Ware angeliefert wird. Aber falls das nicht passiert, ja, keine Ahnung. Dann mache ich gleich vielleicht nochmal ein neues Let's Play mit einer ganz kleinen Karte, wo es irgendwie nur 3 Industrien gibt. Und die sollten ja mit Industriegigant auch getriggert werden. Das ist noch so meine Ausweichstrategie. Da könnten wir vielleicht sogar noch das Let's Play von, das wäre doch mal eine Idee. Das Let's Play, mit dem ich hier das allererste Mal Twinsport Fever gestartet habe, wo man mit einer neuen Start. Ach, ich glaube, da sind Mods drauf. Muss ich nochmal nachgucken.
Aber wo ich mit einer neuen Karte gestartet habe, einfach nur ein schweres Spiel einsteigen. Wenn ich damit die Transport Fever 1 Serie beende, das wäre doch auch eine Idee, oder? Achso, und ich mache mir ein bisschen schneller, denn ich will Geld verdienen. Vielleicht kriegt man dann auch so nebenbei das Milliardärsabzeichen. So. Das waren Züge, das. Genau, der Industriegigant. Noch mehr Zeugs. Museumslinie. 2020. Okay. Lichtgeschwindigkeit. Und Überschwindigkeit. Moment mal, ich glaube, dass. Da wollte ich einfach gucken, ob die zusammen funktionieren. Ansonsten müsste ich da auch nochmal ein extra Let's Play dafür machen. So. Aber Überlichtgeschwindigkeit, ich wollte mal gucken, ob das hier funktioniert. Dass wir einen Flughafen irgendwie hier hinsetzen. Vorausgesetzt, das würde gehen. Ja, kostet ganz schön viel. Terranangleichung nicht möglich. Ja, wir haben hier auch wirklich... Gibt es hier einen Unterschied zwischen den beiden? Mittlerer Flughafen, großer. Die sollten eigentlich beide für die Concorde funktionieren. Ach so, ging das nicht, dass ich hier einfach den Flughafen außerhalb der Karte gebaut hätte? Ich hatte da sowas Dummes in Erinnerung. Ich gehe erstmal auf Pause, weil das Spiel schon wieder stark stockt. Apropos Spielstocken. Das ist die dritte Sache, die ich ansprechen wollte. Und beinahe wieder vergessen hätte zu erwähnen. Transport Fever 2 ist ja schon eine Weile draußen. Und ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe circa 70 Stunden, glaube ich. Oh, hier ging es gerade. Das kostet gar nicht mal so viel. Wir können das ja, wir können ja die Busse dann da drauf schaffen. So, das ist ja vollkommen egal, wo die langfliegen. Die sollen so eine lange Strecke wie möglich haben. Und Salem. Das ist übrigens auch schon so Absicht, dass die... Also hier bezahlen wir ja fast gar nichts. Vorausgesetzt, wir kriegen das schön so... außerhalb der Karte hin. Ah, so kostet es wesentlich mehr. Dann machen wir doch in die Richtung. So, komm, ich habe gesehen, dass es richtig günstig sein kann. Ist jetzt eigentlich auch egal. Komm, die 100.000 machen es auch nicht. Sieht nur ein bisschen dumm aus hier an der Seite, aber ist doch egal. So. Dann baue ich mal hier so ein bisschen Straße dran. Eigentlich muss da ja das Flugzeug nur fliegen. Ist ja vollkommen egal, ob das dann irgendwie auch mit Passagieren betankt wird oder nicht. Und ja, aber wenn wir es schon machen, dann können wir es auch richtig machen. So, ich hätte eigentlich in Salem erstmal zu Ende bauen sollen, bevor ich hier irgendwie... Ja, hätte ich. Hätte, Fahrradkette. Reicht das, wenn ich... Ach nö, die kriegen ein richtiges Terminal, warum nicht? Hier direkt gegenüber... Oder hier rein. Ach so. Ja, hier ist im Prinzip Flughafengelände, auch wenn man das so gar nicht direkt sieht. Außerdem werden hier eh keine Fahrzeuge langfahren, deswegen kann ich da ruhig das Busdepot hinsetzen. Und dann können wir hier eigentlich auch eine dedizierte Buslinie. Mal sehen, wo fahren denn hier überhaupt Züge lang? Oder Busse oder irgendwas? Mal sehen. Ja, im Prinzip hier. Und du willst dann ja auch hier... Das gänge doch eigentlich auch, wenn wir hier abkürzen. Ich find's cool, dass du hier immer noch umdrehst. Ja, ich denke gerade, dass wir hier eine Abkürzung machen, dass wir die Strecke dann frei haben zum Flughafen. Das würde nämlich auch so ein bisschen noch die... Straße entlasten. Mal gucken. War auch nicht möglich. Ich habe gerade gesehen, ab und zu zwei Gebäude, die werden sowieso entfernt. So. Ah, das ist doch schon mal schön. Ah, diese abgehacktes Gelände, das ist nicht so schön, aber der Rest ist okay. So, und dann machen wir große Straße, mittlere Straße, mittlere reicht zu. Dann wenden wir hier noch ein bisschen ab, dass das dass die Fahrzeuge sich nicht ganz so langsam da durchquälen müssen. So. Und da bauen wir hier noch eine Bushaltestelle direkt daneben. Das deckt immer noch einen Großteil der Stadt ab. Und sorgt dafür... Könnten wir eigentlich auch so ein Ding bauen. Ja klar, warum nicht? Du wirst nochmal abgerissen. Und wir setzen so ein Terminal.
hier an diese Kreuzung, dann sollte relativ viel von der Stadt mitgenommen werden. Wenn ich dich richtig dahin drehe. Zwei Gebäude werden abgerissen. Versuchen nochmal so richtig nah an die Stadt wie möglich zu kommen. Um zu groß. So. Ja, das reicht mir zu. Und dann machen wir erstmal hier Buslinie mit den drei Stück sollten reichen. Ich weiß echt nicht, wie gut diese Linie jetzt angenommen wird. Da nach da. So. Im Prinzip können wir hier schon mal das Ding kaufen. Hui. Kaufen wir gleich zwei? Nö. So, du fliegst von hier nach hier unten. Irgendwann. So. Von der Länge her sollte es reichen für dafür, dass. So, ich klicke dich nochmal an, wenn ich dich irgendwie zu fassen kriege. Können wir zwischendurch mal beobachten, wie schnell das Ding wird. Über 300 sollte es ja kommen. Und wenn es über 300 kommt, dann sollten wir auch das Achievement bekommen. Oh, was blinkt denn hier so? Sterling Heights Sägewerk. Immer noch. Versuche mehr Einheiten abzutransportieren. Das sollte doch jetzt passieren. Aber du produzierst auch ordentlich. Das könnte höchstens sein. Ich gehe trotzdem nochmal auf dich. Dass hier einfach noch zu wenig Fahrzeuge auf der Strecke sind. Holzbretter, Warentransfertaxten. Holzbretter, Warentransfertaxten. Dann gehen wir mal hier auf diese Linienansicht. Das ist die hier, 500 irgendwas. Wenn ich mir anschaue. Okay, aber die macht nur halb so viel Gewinn. Das heißt, die Fahrzeuge fahren wahrscheinlich hier so halb leer herum. Na, du bist zumindest voll. Das kann auch Zufall sein. Vielleicht ist auch die Strecke zu lang für den Quatsch da. Zumindestens. Wo fährst denn du lang? Wenn der irgendwie durch eine Stadt fährt, dann will ich den nicht noch weiter. Naja, hier fahren. Okay, hier fährt er über die Brücke. Ja, okay. Hier müssen nicht noch mehr Fahrzeuge drauf. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Wahrscheinlich ist auch hier die Hälfte der Fahrzeuge gefangen. Die sind schon alle in den Tunnel. Ach, war das nicht was ich in der letzten Folge noch irgendwie verändern wollte? Mir war so, als wäre da was gewesen. Als wenn ich das hier alles noch verändern wollte, genau. Ich sehe, hier ist auch noch diese braune Linie dabei. Das ist doch. Oder? Ja, das ist immer noch die gleiche Linie. Und du fährst nach. Ist es das hier? Ja, du fährst dahin. Theoretisch könnte ich eine extra Linie einfach nur für dich bauen. Quer über die Karte. Damit du die Nase. Ja, damit du ruhig bist. Von hier aus direkt eine Linie mit einer Riesenbrücke nach. Dahin. Ist es das? Das war nicht das Richtige. Von wo fahren die denn überhaupt hier los? Die fahren diese Straße, da ist ja noch nichts Schlimmes. Da ist noch nichts Schlimmes, da ist noch nichts Schlimmes. Hier wird's schlimm. Also im Prinzip müssten die hier irgendwie ausweichen. Dann müssten die aber so ausweichen, dass die dann den allgemeinen Verkehrsschluss nicht stören. Hier fährt auch trotzdem noch irgendwie alles andere Mögliche lang. Wo haben wir die nächste Kreuzung, wo sie sowieso abbiegen müssten? Hier zum Beispiel. Oder wir gehen direkt von. Ja, im Prinzip könnten wir hier schon eigene Wege fahren. Hier, diese Kreuzung ist doch noch nicht so schlimm. Oder? Wir machen erstmal die hier. Ich würde nämlich gerne von hier aus so weit nach oben. Hoppla, Autosave. Ich würde gerne von hier aus so weit nach oben, dass wir hier schon mal drüber kommen, so ein bisschen.
Okay. Also soweit kommen wir schon. Und jetzt müssen wir einigermaßen geradeaus nach. Wo war das? Wo war der Blöder? Hier hin. Hier stürzt ja auch nicht mehr. Ey, ich bin so unsicher. Ich bin so unsicher. Ich gucke immer wieder nach, ob das die richtige Straße ist. So, dann brauchen. Dann können wir ja von dieser Kurve aus eigentlich direkt auf der Brücke bleiben. Oder kommen wir hier nochmal vernünftig raus? Ich glaube kaum. Dann müssen wir uns von der anderen Seite nähern und dann passe ich die Brücke so an, dass es passt, so einigermaßen. Das sollte dann eigentlich auch ganz gut helfen. So. 48 Millionen, das ist ein bisschen viel. Ich halte mal Shift gedrückt und gehe mal ein bisschen weiter runter, dass wir hier noch ein bisschen reasonable bleiben mit dem Geld. 10 Millionen. Ja, komm. Aber ich will trotzdem auf einer Brücke bleiben, damit das hier nichts anderes kreuzt. Hier gehen wir sogar unter diese Brücke. Das kann ja meinetwegen auch so bleiben. Vielleicht bleiben wir trotzdem noch ein bisschen weiter oben. So, dass das eine Brücke bleibt. Denn ich habe das Gefühl. Nein. Bitte wieder hier anschließen. So, den Quatsch machen wir wieder raus. Wir wollen bis da unten mal sehen. Könnten wir vielleicht parallel an dem Berg entlang? Müssen wir nämlich nur hier drüber kommen. Und ich sehe da eher eine Brücke wieder über das hier drüber. Oder ein Tunnel. Falls dieser Tunnel den Tunnel. Dann machen wir einen Tunnel. Okay. Hier sind wir wieder auf einer Brücke. Ja, meinetwegen. Warum nicht? Achso, 100 km/h. Gut, ich hatte jetzt gerade einen Schreck gekriegt mit dem Gedanken, ob denn überhaupt hier die Höchstgeschwindigkeiten, die wir haben wollen, erreicht werden. Hier, mal gucken, was er hier anbietet. Ja, wieder ein Tunnel. Einmal durchtunneln, bitteschön. Ja, und jetzt hier parallel so nah wie möglich da dran. Und jetzt hier im Prinzip gerade verbinden mit dem da. Können wir auch so leichte Kurve machen. So. Jetzt reißen wir hier ein Stückchen ab. So, und dann sollte sich das eigentlich ganz gut verbinden lassen. Ja, sieht okay aus. So, jetzt braucht. Na, okay, die LKWs, die jetzt hier drauf sind, die wollen natürlich auch irgendwie hier drauf. Dann mache ich mal hier noch so eine notdürftige Landstraße, dass die sich noch da drauf finden. Vorausgesetzt, das geht überhaupt. Kollision bei der Bahnangleichung. Okay, bis hierhin geht's. Mal gucken. Ja, ist gut genug. So. Linie wird hier akzeptiert, okay. Und dann fährst du da lang. Hat das. Lädst du hier noch irgendwie deine Waren ab? Ach genau, du lädst hier deine Waren ab. Also du fährst da sowieso da lang. Ja. Achso, da brauche ich doch bloß noch das zumachen. Und dann öffne ich dich. Dann sehe ich doch, wo lang fährst. Du fährst da lang. Fährst da lang, da lang. Okay. Können wir hier ausweichen und da drüber fahren? Und benutzt irgendwas anderes noch? Meine, diese Straße hier. Ja, da fährt alles Mögliche lang. Ich versuch's trotzdem. Wir weichen hier wieder aus.
Wir setzen mal hier direkt das dran. Brückenpfeiler-Kollision. Na, das habe ich erwartet, wenn wir ein bisschen höher gehen. Aber im Prinzip sollte es ja so aussehen. Brücken. Achso, jetzt hängt das hier dran. Wir gehen mal hier raus. So weit wie möglich. So geht das ja noch. Und wir sind... Also so ist er noch glücklich. Einigermaßen. Ja, das geht auch noch. Und dann gucken wir mal, wo wir hier reinkommen. So, und er nimmt diese Straße nicht. Er will dann hier bleiben. Er will nicht auf diese Straße wechseln. Was ich gut verstehen kann. Da machen wir jetzt einen Trick, den ich ungern mache, aber... Das muss jetzt leider sein. Du fährst... Halt mal hier los, dahin. Hier. Und da lädst du deine Waren ab. Also hier dazwischen muss dieser neue Halt rein. Wenn ich da gerade mitten im Nirgendwo gesetzt habe, dann sollte das gehen. River Street. So. Da lang. Ach so. Doch, du fährst dann hier lang und kriegst dann hier die Kurve. Das sieht okay aus. So, dann haben wir jetzt hier das Problem mit den Holz gelöst. Wahrscheinlich wird das die Rate sogar senken, weil es wahrscheinlich eine längere Route ist. Aber dadurch, dass die nicht in diesem Megastau stehen, haben sie indirekt doch gewonnen. So, weiter mit unserem Flughafenprojekt. So, jetzt haben wir die ganze Zeit die Zeit angehalten. Das ist natürlich nicht so toll. Hier würde ich sagen, baue ich auch nochmal so ein Depot hin. So eine Haltestelle hin. Aber... ja, setze ich die hier rein, oder... Ach, hier haben wir doch so ein Ding. Das wird wahrscheinlich eh nie richtig benutzt. Da würde ich sagen... Bus, 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 wo bist du? Ja, verklickt. So, das muss reichen. Ja, das mit dem Sägewerk bleibt jetzt erstmal so. Neue Linie. Wahrscheinlich habe ich viel zu viele Fahrzeuge da reingesetzt. Erstmal das. Das wird sich eh noch ändern. Linie 3. Was hast denn du für eine Rate? Linie 3. Achso. Machen wir mal hier, da finde ich die schneller. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt auch kaum Lust, die 500 irgendwas. Tschüssikowski, Tschüssikowski. Ich meine, das eine Flugzeug wird auch nicht da irgendwie 500 Passagiere transportieren, von daher braucht man auch keine... So, zwei reichen zu. Reichen vollkommen zu. Das ist auch so ungefähr ähnlich... So, du hebst ab und hast gleich die 300 km/h erreicht. Kriege ich ein Achievement für 300 km/h? Bitte, bitte ein Achievement. Das wäre doch toll. Wie das einfach in einem Schwarzen fliegt. Okay. Ja, meinetwegen. So, mach das mal zu. Beobachten wir jetzt einfach mal das Flugzeug und beobachten wir jetzt mal unsere Karte einfach so. Während wir jetzt hier lang fliegen. Da mache ich sogar noch mal. Da lasse ich sogar mal die Geschwindigkeit auf einfach. Okay. Wir haben kein Achievement bekommen. Das heißt, wir brauchen einen Zug, der 300 km/h fährt. Den gibt es nur im Europa-Setting. Und das heißt, ich brauche sowieso noch mal ein einzelnes Let's Play, wenn ich das letzte Achievement hier haben möchte. Den Kram hier. Ja, schade. Schade, dass das auch nicht von den Missionen zählt, sonst hätte ich das ja schon gehabt, als ich damals die Frankreich-Kampagne gespielt habe. So, wir sind schon bei über 1000 km/h. Komm schon. Mal Autosave. Ich hoffe so sehr, dass du da 2000 km/h schaffst. Ansonsten müssen wir nochmal in der Twain Fever Karte ein Flugzeug starten. In der Hoffnung, dass da die Strecke lang genug ist. Okay. Er entschleunigt schon wieder. Er wird langsamer, weil er ja irgendwie auch nach darüber muss.
Aber fürs Achievement hat es nicht gereicht. Er war knapp dran. Ich glaube, Schallgeschwindigkeit ist nicht direkt bei 1000 km/h, sondern so ein bisschen drüber. Ich wusste es mal genau, aber das ist schon lange her. Schon sehr, sehr lange. Wow. Die Straßenbahn haben ein bisschen Probleme hier mit denen. So. Ach so, die Busse müssen ja erstmal da ankommen. Die habe ich ja da oben losgeschickt. Bis die da unten sind, das dauert ein kleines Weilchen. Und die Stadt muss ja auch erstmal begreifen, dass sie da überhaupt beliefert wird. So, apropos beliefert werden. Jacksonville. Du enttäuscht mich. Ach mein Gott. Ich habe immer noch keinen Industriegigant, oder? Ein sehr großes Fragezeichen. Oder habe ich es einfach übersehen? Die beiden habe ich noch nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Aber du hast deine Waren. Davor hatte ich Angst. Davor hatte ich wirklich Angst, dass ich die letzten 3 Monate kein Let's Play mehr gemacht habe. Na gut, ich hatte eh kaum Zeit, aber... Naja. Da müssen wir dann nochmal irgendwie was machen. Ich schaue mir vielleicht nochmal den Spielstand an von meinem ersten Spiel für... Ja, den Kanal hier. Aber so ist das leider eine ziemlich enttäuschende Folge. 2004 haben wir. Wir gehen jetzt nochmal auf Vollgas. Und ich versuche jetzt mal hier... Milliardär zu machen, indem ich einfach nur das Spiel laufen lasse. Wir machen ja insgesamt noch so viel Geld, dass das über die Zeit passieren sollte. Okay, das hier ist eine reine finanzielle Katastrophe. Aber früher oder später solltest du auf jeden Fall auch Geld machen. Einfach nur, weil das durchaus interessant sein könnte. Vorausgesetzt, irgendjemand kommt auf die Idee, jetzt auch mal hier den Shuttle-Service zu nutzen. So. Hier oben hat sich auch noch nichts getan. Ach so, die fahren ja auch ein bisschen länger. Hier aus Jacksonville wird jetzt auch nicht wirklich, wollen nicht wirklich viele Leute nach Sterling Heights. Warum bloß? Aber eigentlich ist das Spiel doch so gemacht, dass irgendjemand wird schon Interesse haben. Ich meine, das ist auch... Ich kann mich irren, aber ich meine, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie Jacksonville überhaupt an öffentliches Verkehrsnetz angeschlossen ist. Die haben hier eine Bushaltestelle, aber da ist ja, da fährt kein Bus lang. Die einzigen Busse, die hier fahren und die Stadt mit der Außenwelt verbinden, ist das zum Flughafen. Und dann ist der Flughafen selbst. Und das zieht aber noch nicht. Und hier ist auch noch 0%. Habe ich da unten vielleicht irgendwas übersehen? Habe ich irgendwo was falsch gebaut? Also, ist ja gut möglich. Also noch interessiert sich einfach keine Sau für Jacksonville. Obwohl die da ganz gute Versorgung mit Gütern haben. Ja, vielleicht kriegt man das noch hin. Vielleicht kriegt man das noch hin. Wenn Jacksonville... Na komm, lass Jacksonville anklicken, bitte. Na. Wenn... Ah, jetzt sind... Okay, ich habe mich gerade erschrocken. Wenn hier irgendwann doch mal der große Wahn... Oh, jetzt haben wir es. Überschnell. Ah, auf dem Rückflug haben wir es geschafft. Der Rückflug ist ein bisschen länger, da haben wir es gerade noch getriggert. Okay. Ah, sehr schön. Oh, jetzt habe ich leider... Daran habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Und jetzt, wo das Achievement da ist... Ja, können wir es leider nicht nochmal wiederholen. Ich hätte jetzt gerne gesehen, bei welcher Geschwindigkeit genau das Achievement getriggert wurde. Hätte ich mir jetzt gerne angeschaut. Aber, naja. Was wir jetzt aber wissen, ist, dass ich noch Achievements kriegen kann. Das heißt... Die Warentransportgeschichte ist ja noch schlimmer. Da werden wir nicht drum herum kommen. Da werden wir irgendwie... Ja.
nochmal einen neuen Spielstand anfangen müssen, denn ich habe wirklich keine Lust, hier nochmal alles umzuwerfen, nur damit das funktioniert. Zur Not mache ich dann über den anderen Spielstand auch den Versorger. Der Versorger könnte man eigentlich auch mit dem Twainfever-Let's Play kriegen. Das ist eigentlich auch keine unmachbare Sache. Wir suchen uns irgendeine Stadt aus und versorgen die mit den kompletten Gewerbegeschichten. Und eine andere Stadt, die versorgen wir komplett mit Industriegeschichten. Das könnten wir auch im Twainfever-Let's Play machen. Das ist durchaus eine Idee. Ich hoffe, ich merke mal bloß diese Idee. Noch lange genug. Und bei dem Let's Play, ganz ehrlich, mir fällt jetzt einfach nichts Besseres ein, als hier abzuwarten, bis der Milliardär da ist. Dann abzuwarten, bis der letzte Bus da ist. Ich glaube, wir haben nur noch einen Bus, der dann irgendwann kommt. Und, da haben wir es. Wir sind Transboot-Tycoon. Tycoon, werde Milliardär ohne Schulden und ohne Schulden in einem schwierigen Spiel. Sehr schön. Eins der schwierigsten Achievements, vor denen ich so ein bisschen Angst hatte, aber jetzt haben wir das auch geschafft. Ja, jetzt nur noch abwarten, bis wir unsere Museumslinie bauen können, beziehungsweise die können wir eigentlich auch so schon mal hier in einer feierlichen Parade um das Ding hier rumfahren lassen. Und da setzen wir dann einfach das nächste Fahrzeug ein, wenn es dann noch ein nächstes Fahrzeug gibt. Aber vielleicht machen wir das auch eine extra Folge, denn die ist schon ziemlich lang. Und ich will es nicht versauen, indem wir hier noch mehr Unsinn machen. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt wirklich die letzte Folge ist, dann können wir die auch länger machen. Die letzte Folge, also die vorherige Folge, war jetzt auch richtig lang. Wir könnten über die Stadt vielleicht sogar noch... Wir könnten die Einkaufsmöglichkeiten bekommen. Das hängt an der Warenlinie. Das hängt eigentlich an beiden Warenlinien. So, hier kann ich... Moment mal, ich kann doch hier sehen. Über diese Ansicht. Nach Linien sortieren. Und dann suche ich Waren, Lebensmittel 3. Dann kann ich ja gucken, mit was die so gefüllt sind. Waren, Lebensmittel 3, Jacksonville. Das sieht relativ bunt gemischt aus. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich sehe ganz wenig Waren, das heißt, eventuell werden nicht richtig abgeliefert, aber das könnte auch daran hängen, dass hier einfach mal keine Waren da sind. Okay, aber ihr kriegt eure Waren. Ja, ihr kriegt eure Waren hier vom Transfer aus. Und es fahren hier auch relativ leer, viele Fahrzeuge leer herum. Okay, Waren kommen auch ab und zu mal an. Dann ist das mehr wahrscheinlich eine Ratengeschichte. Wir gucken uns nochmal die Raten an. Über ein Menü, wo man das relativ schnell sehen kann. Also über das hier. Waren, Lebensmittel 3, Jacksonville 500, noch irgendeine Geschichte. Und das war Warenlieferung, Jacksonville. Das ist ähnlich. Das ist ähnlich. Warum ist hier Getreide unterwegs? Was habe ich hier falsch gemacht? Das sind doch genau die Geschichten, die ich eigentlich nicht sehen will. Weil es stört mich an sich nicht, dass hier Getreide unterwegs ist. Es stört mich nur, dass dieser LKW dann halt nichts anderes mehr liefert oder beliefert. Okay, es liegt hier an den Fabriken. Also Waren kommen ja von dieser Fabrik aus. Ich guck gerade mal, ob diese Warenfabrik überhaupt das da erreicht. Ach nee, ich muss hier gucken. Ach meine Güte, ich habe wirklich lange nicht mehr gespielt. Okay. Und du musst dich erstmal erhöhen. Okay. Ist fair. Du bist wahrscheinlich... Na komm, Autosave. Du bist mit relativ viel Zeug vollgestopft, mit Ausnahme von Stahl. Aber jetzt hast du erstmal deine Produktion erhöht. Du brauchst aber auch nicht wirklich Stahl, weil du relativ viel Plastik benutzen kannst, um weiter zu funktionieren. Und du hast auch noch Plastik im Lager. Ach, du hast kein Potenzial mehr für Stahl, deswegen kommt auch nichts an. Also, jetzt wird das alles nochmal durchgenudelt und jetzt ist dein Potenzial bei Holz ganz niedrig. Warum auch immer. Jetzt nimmt die Produktion ab. Ist das so eine Bug-Geschichte, dass du jetzt so wenig Produktion gleich kriegst, dass du dich wieder verkleinerst?
bevor du dich wieder vergrößerst. Okay. Hier scheint einfach relativ wenig anzukommen. Ja, die LKW stecken wahrscheinlich noch in dem Megastau fest. Aber der hat sich ja so ein bisschen schon gebessert, hoffe ich. Wie die einfach nur alle auf der gleichen Spur fahren. Ja. Und Stahl, wo fährt Stahl lang? Stahl fährt hier oben lang. Und Stahl ist auch noch... Was hat ein Stahl für eine Rate? Stahl 3. Wie siehst denn du aus? Stahl 3... Sollte mal ein paar Fahrzeuge bekommen. Ach so. Eiskohle 3. Eiskohle 3 ist... Eiskohle 3, Eiskohle 3 ist ganz hier oben irgendwo. Da, 600 irgendwas. Okay, die Linie... Also es hängt hier ein bisschen an dieser Stahllinie, dass die nichts bekommen. Ich würde gern das Depot benutzen. Aber, nee. Wir können auch mal hier oben schnell ein neues bauen. Einmal da, einmal da. War auch nicht möglich. Ja, komm. Und dann... Einmal bitte auf Stahltransfer 3. Mal gucken, was das gebracht hat. Erstmal wird es hier einen Megastaub bringen. Das ist schon mal klar. Aber was sagt denn so die grobe Berechnung? 300 noch irgendwas. Ja, okay. Das dauert noch. Ich will die auch erstmal auf der Straße wissen, weil... Ja, so viel kann jetzt eh noch nicht passieren. Was mich gerade interessiert... Du bist schon mal auf 400 gewesen. Vor langer Zeit wahrscheinlich... Weil du ja theoretisch die Möglichkeiten hast hier. Ja. Okay, jetzt sind die zumindest alle irgendwie unterwegs. Und die werden auch fast alle noch beladen. Das dauert jetzt noch eine ganze Weile, die da mal unterwegs sind, aber... So, ich find's lustig. Oh Gott, hier, das Depot macht das hier kaputt. So. Du hast deine Schuldigkeit getan. Und im Prinzip ist es aber vollkommen egal, weil ihr geht eher auf die gleiche Linie. Ja, so viel zu dem Thema. Und hier ist immer noch Stahl unterwegs. Aber diese Stahl-LKWs sind jetzt hier unterwegs. Guck ich mal. Haben die ja vielleicht noch irgendwo ein anderes Depot unterwegs? Auf der Weg zum... Ja, wo sind die Fabriken? Wahrscheinlich... Ach, hier oben sind sie. Okay, hier ist schon Stahl noch unterwegs. Stimmt, der Stahl muss ja dann noch irgendwie auch zu der anderen Fabrik geliefert werden. Ja, aber die ist jetzt, die sollte dann auch bald auf die höhere Stufe noch kommen. Und du bist natürlich das hinterste Rad an der ganzen Geschichte. So. Wie hoch ist denn... Transfer 3. Wie hoch ist denn Transfer 3 mit dem Transfer-Dings? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Straßenbahn oder ein Bus ist. Aber eventuell ist das letzte Glied zu unserem letzten Achievement. Wir gucken gleich mal. Aber erstmal will ich mir Transfer 3 angucken. 300 ist auch nicht so viel. Wir brauchen ungefähr 600, 800 eigentlich. Weil... Die werden irgendwann auf 400 hochgehen. Das zwei sind. Pro Produkt werden. Wir sollten sogar noch über 800 gehen, denn wir brauchen zwei Einheiten. Eventuell oder sogar drei Einheiten, um eine Einheit zu produzieren. Also können wir da auch nochmal. Hier sehe ich Depot. Okay, Gewerbeversorger. Wir haben das nächste Achievement. Das läuft doch jetzt endlich ein bisschen besser. Wir haben Gewerbeversorger und jetzt gibt es noch mehr Fahrzeuge für Transfer 3. Mal gucken, wo Transfer 3 jetzt ist. Okay, wir sind schon bei den 600. Dann wollen wir gar nicht mehr so sehr übertreiben. Abgesehen davon, dass wir eh die ganze Zeit übertreiben. Aber wir haben den Gewerbeversorger. Das ist doch wunderschön. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es Jacksonville ist. Weil alles andere würde mich wundern. Aber vielleicht gibt es auch einen Grund zum Wundern. Vielleicht ist es doch eine andere Stadt.
Achso, wir haben doch hier eine Stadtübersicht. Antioch? Unwahrscheinlich. Eher möglich. Oh, hier sind wir auch hier ganz weit. El Monte? Warst du es? Jacksonville eben nicht. Kann ich die auch wieder schließen? Nein. Oh, Salem war's. Okay. Das hier. Und wir sind auch hier ganz kurz vor dem Industrieversorger. Okay, hätte nicht gedacht, dass es ausgerechnet Salem sein wird, der uns hier den Sieg beschert. Aber. Und da haben wir's. Wunderschön. Aber das haben wir jetzt nicht von Salem bekommen. Okay, wir gucken uns nochmal die Städte an. Wir gehen mal von unten her. Taxton. Ja, unwahrscheinlich. Sterling Heights auch unwahrscheinlich. Salem hat man gerade. Oder war es doch Salem? Weißbad. Billings. Okay. Und Antioch. Okay, Billings könnte es gewesen sein. Also ich will mich ja nicht beschweren, ich will es nur nachvollziehen. Also meine Vermutung ist entweder Salem, dass die für einen ganz kurzen Moment hier mal einen richtig hohen Peak hatten. Ansonsten Karlsbad. Nee, Quatsch. Das war's nicht. Billings. Billings sieht auch noch okay aus. Aber warum will ich mich beschweren? So, hier sind ein paar Sachen jetzt. So, mehr Einheiten abtransportieren. Hier so. Sehe ich genauso. Öl, Plastik. Fahrzeuge. Ich bin dumm. Ich bin so dumm. Oder auch nicht. Ihr wart dafür ausgelegt, Plastik weiter zu transportieren, glaube ich. Hier ist noch jede Menge Schreibstoff da. Also. Ach nee. Okay, ich nehme alles zurück. Plastik wird hier abtransportiert. Habe ich gerade. Meine Güte, ich bin nicht dumm. Oder vielleicht doch. Okay, aber diese Linie, die ist ja relativ klein. Und hier, das ist auch Warentransfer. Hier wird auch Getreide transportiert. Und drei Fahrzeuge sind definitiv zu wenig. Da entsteht ja auch definitiv ein Shortcut. Okay, das ist ein Bus. Okay. Wir machen jetzt erstmal Warentransfer. Okay, wir machen es so. Linie zuweisen. Nur die, die ich sehe. Wir gehen mal auf diese Plastikfabrik. Linie zuweisen. Nur die, ich sehe. Die da. Es sollte einen riesigen Boost für diese Linie geben. Völlig übertrieben, aber was soll's. Und dann. Achso, du bist da drüber verbunden. So. Mal sehen. Du, ich will, dass diese Linie eigentlich in einem Kreis um die Stadt fährt. Aber ich will, dass diese Stadt auch ein bisschen weiter funktioniert. Mal sehen. Du kannst hier anhalten, hier anhalten, hier anhalten. Hier, das müsste reichen. Mal gucken, was da für eine Linie entsteht. Neue Linie. Ah, Autosave. So, ich mache mal nur Bushaltestellen, weil das sollte dafür sorgen. Mal sehen. Wenn du hier lang fährst. Okay, du fährst über die. So. Einmal im Kreis um die Stadt. Sehr schön. So, Linie zuweisen. Achso. Linie 4. Und. Da ist noch nichts passiert. Müssen die erst irgendwie anhalten? Müssen die erst eine ganze Linie gefahren haben? Oder ich habe irgendein Fahrzeug vergessen. Ach so.
Ja, ich bin dumm. Aber das lässt sich noch verkraften. So. Wenn ich dich jetzt hier zuweise, dann sollte es so weit sein. Und wenn das Spiel dann startet. Und da ist es. Ich wollte gerade sagen, und da muss ich noch ein bisschen warten, aber nein. Wir haben die Museumslinie. Hurra! Wir werfen jetzt nochmal einen Blick hier drauf, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Aber ansonsten würde ich sagen, das ist doch ein hübscher Abschluss für die Serie. Ist vieles nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe? Warum ist das ausgegraut? Hatte ich das nicht gerade bekommen? Oder habe ich gerade den Industriegigant bekommen? Ich habe den Industriegigant bekommen. Okay. Das macht mir aber Sorgen. Warum ist der Industriegigant einfach plötzlich ausgelöst gewesen? Okay, aber ich habe Industriegigant verwechselt mit Industrieversorger. Meinetwegen. Fair, dann müssen wir jetzt noch auf den Industrieversorger warten. Oder hoffen, dass der noch irgendwie entsteht. Das könnte noch passieren hier. Der Rest sollte eigentlich. Ja, Lichtgeschwindigkeit werden wir in den beiden Let's Plays nicht sehen, aber den Rest sollten wir eigentlich haben. Ja. So, das lassen wir jetzt einfach hier drumherum laufen. Das ist mir jetzt auch mittlerweile egal. Ich will noch einen Industrieversorger irgendwo sehen. Salem war ja eigentlich ein ganz guter Kandidat dafür. Salem ist ein sehr guter Kandidat dafür. Und Billings eigentlich auch. Okay, jetzt nicht mehr. Aber wir müssen noch mehr Maschinen produzieren für Salem. Salem, wo kriegst du deine Maschinen her? Die werden doch alle hierher geliefert, oder? Baumaterialien. Ich gehe mal auf diese Ansicht. Und nein, wir gehen mal auf die Ansicht der Maschinenfabrik, die für Salem zuständig sein sollte. Das könnte die hier sein. Oder? Das ist Transfermaschinentaxten. Erstmal gucken. Genau, das sind. Hier werden die Maschinen hergestellt. Transfermaschinentaxten. Das sollte von der Anzahl der Fahrzeuge genügen. Außerdem ist die Straße eh schon relativ gut gefüllt. Ihr fahrt alle darunter. Ihr fahrt auch über dieses hässliche Ding. Okay. Achso, ihr fahrt alle zu dem Verteiler hier. Okay, ich hätte jetzt noch irgendwie Lust, diese Linie auch noch mal ein bisschen auszulagern, dass die dann auch noch mal eine Abkürzung nehmen können. Und zwar, die halten doch eh an. Können wir doch gleich von hier aus weiterfahren und hier parallel runter. Und hier reinfahren macht überhaupt keinen Sinn, weil hier nämlich der Stau beginnt. Aber allein wenn wir hier unten irgendwo zustoßen, sollte das doch indirekt eine Verbesserung sein. Also, du gehst mal dahin. Wir sehen es ja gleich, wenn die Linie irgendwo anders neu einschnappt. Hier müssen wir durch die Brücke durch irgendwie. Sollte nicht das große Problem sein. Können wir hier noch irgendwie ein bisschen schräger durch? Ja, so sieht's okay aus. Wir könnten vielleicht sogar noch hier das Stückchen upgraden. Ach, das ist schon auf das. Okay. Können wir darauf? Können wir sogar. Dann machen wir das. So. Einmal hier drüber, bitte. Einmal mit. So. Ah, da haben wir ja gleich das nächste Hindernis. Ich bin schlau. Dann eher hier drum. Ja, erstmal okay. Vielleicht hätten wir stattdessen auch gleich ganz hier runtergehen sollen. Vielleicht können wir noch irgendwie Tunnel graben. Brückenpfeiler-Kollision. Moment mal, da war doch gerade. Ne. Das will nicht so, wie ich es will.
dann machen wir das nochmal. Interessant, dass ich das nicht abreißen konnte, weil es da schon hätte Probleme geben können. So, ich mache nochmal kurz Pause, weil das ist jetzt ein bisschen anstrengender. So. Ich finde es lustig, Brückenpfeiler-Kollision wahrscheinlich hier, die ganze Geschichte. Ja, wir kommen nicht so direkt über die Fabrik drüber. Wir könnten einen Megatunnel bauen, aber das will ich jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht. Wir könnten an dieser Seite an der Stadt vorbei. So, mein Gedanke ist, wir fahren bis hierhin. Und gucken einfach mal, was im Weg ist. So, der will die größte Brücke ever bauen. Was mir in diesem Moment eigentlich egal ist, denn ich bin Millionär. Wir könnten einfach mal das komplette Geld, was wir haben, einfach nur für diesen Schwachsinn ausgeben. Wow. Dann würde es aber nur so wenig kosten. Kollision bei... Ernsthaft? Wir kriegen diesen Tunnel durch? Das machen wir doch mal. Und dann reißen wir das hier alles ab. Denn wir wollen ja eigentlich eh hier anschließen. Das kostet gar nicht mal so viel. Ja. Und sorgt jetzt dafür, dass diese ganze Transferlinie hier aus diesem Bild verschwindet. Wir können ja mal auch ganz kurz gucken. So, verschwindet mal ganz kurz. Linien. Nochmal die allgemeinen Linien-Situationen. Okay, da will irgendwas auch nochmal diese Linie hier benutzen. Da ist noch eine zweite Linie drin. Nur bitte die ich gerade habe. So. Wo führen die denn alle lang? Ich will wirklich nur diese beiden Linien sehen. Transfer. Ist es die Holzlinie? Es ist die Holzlinie. Okay. Na. Das ist jetzt auch eine gute Abkürzung für die Holzlinie. Haben wir nicht am Anfang dieser Folge ganz, ganz viel gebaut, dass die Holzlinie eigentlich woanders langfahren sollte? Und jetzt macht die diesen Schwachsinn hier. Und wir haben den Industrieversorger bekommen. So, das ist jetzt nicht der beste Abschluss, dass ich mich jetzt nochmal über diese Holzlinie aufregen musste, aber es ist ein Abschluss. Wir haben Achievements bekommen, ganz, ganz viele. Wir haben eigentlich alle Achievements, die ich in diesem Let's Play mir erhofft habe. Die restlichen werden wir in dem anderen Let's Play bekommen. Und damit würde ich sagen, das war's jetzt. Das war's jetzt tatsächlich mit Truck Fever. Es wird sehr wahrscheinlich ein Truck Fever auf Transport Fever 2 geben. Habe ich eigentlich davon erzählt, dass Transport Fever 2 bei mir ganz furchtbar abstürzt? Ich glaube, ich wollte es erzählen und bin dann irgendwie immer wieder was anderem gekommen. Oder ich habe es erzählt oder ich habe es mir vorgenommen zu erzählen und habe es da doch nicht getan. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Transport Fever 2. Ich habe es installiert, es stürzt bei mir regelmäßig ab, es ist furchtbar. Und es tut so weh, weil ich es eigentlich gerne spielen möchte, aber wenn ich es schon nicht so zum Laufen kriege, wüsste ich nicht, wie das dann laufen soll, wenn noch zusätzlich dann das Aufnahmeprogramm läuft. Das ist natürlich... Das nimmt noch Motivation weg für Transport Fever 1. Aber da ich jetzt diese Achievements und das Ganze bekommen habe, denke ich mir, das wird jetzt auch kein Problem sein, Transport Fever 1 jetzt abzuschließen, indem ich jetzt noch mich an die Train Fever Folgen setze und bei Gelegenheit nochmal ein eigenes Let's Play für die Geschichte mit dem 300 km/h Zug mache. Aber das werden wir irgendwann anders sehen. Für die Folge war es das jetzt erstmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder in einem anderen Let's Play, denn das ist jetzt wirklich das offizielle Ende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.